Oh nö! Willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Wir haben uns ja gestern schon die Automaten angeschaut, beziehungsweise einen davon. Ihr habt auch fleißig in die Kommentare geschrieben, wo sich die ganzen Automaten befinden. Und mittlerweile wurde auch eine Map zusammengestellt, und zwar von Fortnite Intel. Die gucken wir uns gleich an. Da wisst ihr dann ganz genau, wo die verschiedenen Spawnpunkte sind. Hier ist es dann so, dass ein Automat spawnen kann, aber nicht spawnen muss. Das ist so wie bei den ganzen Kisten. Das heißt, die Kisten haben auch feste Spawns. Manchmal ist dann dort eine Kiste und manchmal halt nicht. Zusätzlich ist es dann so, dass man zufällig irgendeine Seltenheit hat bei den Automaten. Das heißt, manchmal bekommt man einen blauen Automaten, manchmal einen goldenen, manchmal nur einen silbernen, manchmal einen grünen. Das ist auch einfach zufällig. Und soweit ich weiß, sind auch die Waffen zufällig oder die Gegenstände zufällig, die man bekommen kann. Und zwar gibt es immer drei verschiedene Gegenstände. Einen für Holz, einen für Eisen und einen für Stein. Und ihr seht jetzt gerade mal die Map im Hintergrund mit den verschiedenen Spawns dieser Automaten. Es gibt manche Städte, wie zum Beispiel Tilted, Pleasant Park oder Retail, die einfach mal zwei Spawns haben, was ziemlich abgefahren ist. Andere Gegenden, wie zum Beispiel Salty, haben nur einen Spawn. Und ja, dort könnt ihr eben landen und mit ein bisschen Glück habt ihr dort einen Automaten und könnt dort eine schöne Waffe ziehen. Ich habe mir gedacht, wir springen jetzt einfach mal in ein Game und schauen, dass wir vielleicht so drei Automaten mitnehmen können auf unserem Weg zum ersten Platz. Hoffentlich auf dem Weg zum ersten Platz. Und ich glaube, das könnte auf jeden Fall ganz interessant werden. Wir gucken mal, wo wir landen. Retail Row wäre zum Beispiel ganz gut. Pleasant Park. Schauen wir einfach, wo das Flugzeug drüber fliegt. Und wir sehen uns jetzt im Spiel. Schauen wir, was bei Salty funktioniert. Hoffentlich ein kleines bisschen was. Ich weiß auf jeden Fall, dass unten bei der Tankstelle ein Automat sein kann. Ich bin mal gespannt, ob der spawnt und was dann dort mit drin ist. Und wo wir dann hingehen, zu welchen Automaten und so weiter, das schauen wir, sobald wir wissen, wo dann die Zone hingeht. Das ist auf jeden Fall der Plan, meine Freunde. Und ich glaube, wir landen hier mal wieder. Ich mag das Haus ganz gerne. Meistens auf jeden Fall. Okay. Einer will hier mitlanden. Das finde ich nicht so wirklich schön. Nein, komm. Ganz ehrlich. Das wurde noch knapp. Ich hatte kurz Angst. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich glaube, ich bin bei diesen Kisten hängen geblieben. Gott, stellt euch mal vor, ich wäre jetzt hier gestorben, obwohl ich absolut zuerst unten war. Hätte mich geärgert. Ich bin ehrlich. Hätte mich sehr geärgert. Oh, ah ja. Ja, damit. Bisschen Muni. Ja, damit. Okay, ich glaube, noch kommt er nicht. Wir müssen so ein bisschen drauf achten. Okay. Hallo, mein Freund. Gott. Das hat sich für einen Moment wirklich gefährlich angefühlt. Und da kämpfen gerade welche. Wo bin ich denn rein? Hier. Schauen wir mal vorsichtig aufs Dach. Das Problem, ich habe nicht mehr wirklich viel Leben. Okay, da ist der eine. Nein! Holy shit! Wo kam er denn her? Kann ich hier bitte hoch? Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass der andere jetzt gerade pusht. Deswegen fliehen wir mal. Wir haben die Bandagen. Die würden uns jetzt auf jeden Fall gleich reinhauen. Okay, wir gehen hier hoch. Und hoffen einfach, dass keiner von hinten kommt. Alter. Wo kam der denn jetzt gerade noch her? Nehmen wir mit. Dann pushen wir hier nochmal hoch. Am schönsten wäre es, wenn der jetzt hier nochmal piekt. Der ist halt da wieder. Ah, das ist eins von diesen Games, wo einfach beide irgendwo sitzen und keiner will sich bewegen. Bin ich auch ein bisschen schuld dran, weil ich will mich gerade auch nicht bewegen. Aber vielleicht können wir hier auf meiner Seite ein bisschen nach vorne pushen und ihn vielleicht überraschen. Keine Ahnung. Das könnte vielleicht funktionieren. Ja, keine Ahnung, wo der hin ist. Wahrscheinlich campt er da oben noch irgendwo. Wir gehen mal zum... Ah, das ist auch schon gelootet. Die sind halt alle schon gelootet, die Häuser. Das ist ein bisschen schade. Hätte um einiges mehr Spaß gemacht, jetzt hier das Umlaufen, wenn ich dabei ein bisschen looten könnte. Aber gut. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Da gehen wir jetzt hier auf jeden Fall mal rein. Ich bin echt gespannt, ob hinten bei der Tankstelle so ein Automat steht. Und was man da bekommt. Das wird gleich spannend.
Okay, war hier... Oh, hier war keiner. Hier war tatsächlich keiner. Komm schon. Naja. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir hier gewünscht habe. Oder ist er immer noch oben? Hat er keine Lust, sich mal ein bisschen zu bewegen, wenigstens? Der will wahrscheinlich auch zum Automaten. Ich kann es ihm nicht verübeln. Okay, ich sehe schon kommen, dass ich gleich nochmal blöd angehittet werde. Wir nehmen hier auf jeden Fall alles mit, was uns irgendwie hochhält. Das heißt, wir halten mal fest an den Bandagen. Let's go. Ah, ne. Kein Let's go. Okay, Leute. Hasst mich nicht dafür. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen Double Pump spielen. Wenn sich die Shotguns hier so gut präsentieren, dann müssen die auch genutzt werden. Was sagt die Zone? Okay, wir können auf jeden Fall zu Retail als nächstes. Wenn halt der Typ hier gerade nicht wäre. Er nervt mich. Ah, da ist er doch. Ja, mein Freund. Das passiert, wenn man sich nicht bewegt. Gut, ich habe mich... Ja, doch, ein bisschen habe ich mich bewegt. Oh, das sieht aus wie ein grauer Automat. Sehr schade. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich nur Bandagen und so ein Quatsch. Warte mal, hatte der eine... Ne, da hat er keine AR. Hier gibt es eine graue AR, eine graue Shotgun und noch eine graue Shotgun. Nicht unbedingt der Automat, den ich jetzt brauche. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Ich glaube, wir sollten irgendwie hier zu diesem Loot. Genau, da ist auch schon einer. Ach komm schon, wirklich. Wie wenig kann man denn bitte treffen? Unangenehm, gespielt von mir. Ich muss es leider zugeben. Okay, ich hoffe, der sitzt ein bisschen mit dem Looten beschäftigt. Vielleicht können wir uns da gut anschleichen. Okay, von wo wurde ich angesniped? Warum werde ich immer angesniped, meine Freunde? Okay, kann der Sniper vielleicht einfach oben reinspringen? Und sich von der Falle killen lassen? Wäre das nicht wunderschön? Und Leute, dann gehen wir jetzt mal zu Retail Room. Ich habe auf jeden Fall noch Lust auf einen Automaten. Und bei Retail befindet sich einer. Allerdings schauen wir einmal kurz hier hoch. Leute, ich verschwende gerade die ganzen Rohstoffe, die ich eigentlich für den nächsten Automaten brauche. Gut, alles ist nachgeladen. Perfekt. Dann schauen wir mal, was sich versteckt hinten bei Retail, bei den Automaten. Das Geile ist, bei Retail gibt es zwei Automaten-Spawns. Ein bisschen Glück. Ist da vielleicht was Vernünftiges mit dabei? So eine Scar zum Beispiel? Darüber würde ich mich schon freuen. Auf geht's, meine Freunde, auf geht's. Die Zone kommt. Ey, wir müssen erst so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, wir können echt bei Retail vorbei. Und dann geht's ab in die Zone. Und ich glaube, wir haben genug Zeit dafür. Ich merke gerade, dass ich kein Jump-Pad und nichts habe. Vielleicht auch besser. Ich habe mich vorhin in der letzten Runde umgebracht mit 7 Kills, weil mein Jump-Pad irgendwie gefailt hat. Und damit meine ich, ich habe beim Hochbauen gefailt und bin deswegen gestorben. War nicht schön. Okay, ich nehme hier mal noch ein bisschen Holz mit. Ich befürchte, den guten Kram gibt's eh wieder für Steine. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir dann, wenn wir in Retail sind, noch ein bisschen looten. Das kann ich mir gut vorstellen. Das würde Sinn machen. Ist ja meistens so, dass man, wenn man vor den Automaten steht, nochmal looten muss. Ich glaube, es ist auch so, dass die legendären Automaten, also die, nee, die epischen Automaten, die goldenen Automaten, dass man dafür 500 Rohstoffe braucht. Und das ist halt schon eine Menge. Machen wir uns mal nichts vor. Okay, da unten rennt einer rum. Ja, sollen wir den jagen oder nicht? Ich glaube, das ist mir jetzt zu doof. Die sind eh so schnell weg. Man denkt immer, man kann die noch einholen, aber wenn man dann in der Nähe steht, dann sind sie... Okay, warte mal, der hat da irgendwas gebaut. Okay, ich glaube, da gehen wir doch hin. Ich weiß nicht, was genau der da macht, aber... Ich will wissen, was der da macht. Okay, ich dachte kurz, das ist ein Scar. Das ist allerdings die Diegel.
Okay. Ich weiß nicht, was in der letzten Zeit los ist. Manchmal hitte ich schon nicht so wirklich geil. Achso. Muss ich per Hand aufmachen. Und da mal raus hier. Ich glaube, uns haben gerade alle gehört. Wahrscheinlich werden gleich ein paar Leute herpushen. Okay, das Problem ist halt wirklich, dass ich zu wenig Rohstoffe habe. Für die Auto... Als ob da nicht gelootet wurde. Da ist... Hä? Da ist halt ansonsten irgendwie gelootet worden. Nur diese Kiste nicht, wie es aussieht. Hey, ein bisschen Stein. Nehme ich auf jeden Fall mit. Oh Gott, ich hasse es, durch die ganzen Städte zu laufen, in denen gekämpft wurde. Weil letztendlich weiß man nie, wann das gebaut wurde und ob da vielleicht noch einer ist. Das macht mir Angst. Ich bin ehrlich mit euch. Okay, der eine Automat steht hier unten irgendwo. Ich glaube, hier steht der Automat unten drin. Wir gehen mal von oben rein. Keine Fallen, wie es aussieht. Perfekt. Okay, der Automat steht hier nicht. Da ist auf jeden Fall ein Spawn. Der andere Automaten-Spawn ist irgendwo da hinten. Aber wo war der? War der irgendwo drin? Der war auch hier draußen eigentlich. Als ob hier überhaupt nichts gespawnt ist. Leute, wie es aussieht, ist keiner der beiden Automaten von Retail gespawnt. Shit. Wo kam der her? Wir müssen halt eigentlich beide in die Zone. Ich mache einfach mal den Anfang. Bitte schieß mich nicht blöd von hinten ab. Das würde mich freuen. Guck, man kann da so schlecht reingucken nur. Da oben ist er. Leute, da müssen wir hin. Der hat auf jeden Fall gut Schaden bekommen von der Zone. Okay, Alter, was ist mit den Spawns gerade los von den Automaten? Irgendwie ist da nichts gerade. Oh, das finde ich nicht gut. Sorry, Mate. Aber du kommst auf jeden Fall mit in meine Streak. Okay, machen wir es mal so. Ich weiß natürlich, dass sie mehr Schaden macht eigentlich. Aber ey, ich muss mal wieder mit der schweren Shotgun spielen. Es beschweren sich auch immer ganz viele Leute, dass ich damit nicht spiele, wenn es irgendwie rumliegt. Und von daher wird es Zeit. Okay, Leute, ich glaube, bei diesen komischen Kisten, die da noch rumstehen, könnte auch ein Automat sein. Das heißt, wir müssen da vorne mal reinschauen. Keine Ahnung, wie man das genau nennt. Halt bei diesen komischen Lagerkisten-Dingensen. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir müssen hier mal so ein bisschen rumgucken. Aber es wäre natürlich gut, wenn das ein Holzspawn ist. Ich habe was gehört. Irgendwas habe ich gerade gehört. Ich weiß aber nicht, wo genau, und das macht mir Angst. Okay, ich glaube, wir rennen hier einmal außen rum. Ich will gern zu diesem Automaten, der hier noch irgendwo stehen müsste. Oh, stellt euch mal vor, ein Raketenwerfer für 500 Holz. Hätte ich Lust drauf. Damit können wir dann irgendwen killen, der dann hoffentlich noch andere Rohstoffe hat. Und dann passt die ganze Sache. Okay, glaubt ihr, da ist noch einer oben drin? Man weiß es halt nicht so ganz genau. Eigentlich war hier schon... Ja, da ist noch einer drin. Aber hier scheint kein Automat zu sein. Wo sind hier diese ganzen Automaten? Das kann es doch nicht sein. Oh, da unten ist noch einer. Ich glaube nicht, dass der zu einem Automaten will. Ich glaube, der will sich da verstecken. Sagen wir mal kurz Hallo. Ah, da ist der Automat. Okay, nice try. Was hat das Ding? Oh, Minis. Ey, wieso nicht?
Dann benutzen wir das mal wenigstens für irgendwas. Oh, ich bin schon voll, okay. Scar, du kommst noch her? Ja, wir waren jetzt bei 2 Automaten. Und keiner hatte so richtig geilen Stuff. Ich will mich nicht beschweren über die Minis, das ist schon ganz cool. Als ob man da nicht bauen kann. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht das, was ich unbedingt haben wollte. Der ist auf jeden Fall oben und ich glaube, er hat mich gespottet. Ja. Der hat mich auf jeden Fall gespottet. Oh nö! Wo bist du hin? Da bist du hin! Oh, wir sind hier drin. Okay, wir bauen einmal kurz hoch. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier ewig bleiben werde. Aber wir können uns hier mal hochheilen. Okay, wir haben noch 2 Gegner. Wo verstecken die sich? Da unten ist einer. Der will zum Loot. Hm. Habe ich mittlerweile ein Feuer? Nope. Okay, wir gehen zu dem runter. Wir looten den und dann springen wir vielleicht drüber zum anderen. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd gebaut. Okay, so kommen wir runter. Okay, Medipack nehmen wir mit. Hier haben wir ein Feuer. Das haben wir alles ein. Das Ding nehmen wir mit. Das Ding nehmen wir mit. Machen wir hier mal kurz zu. Da kann ich nämlich dann kurz das Feuer hinsetzen. Dann heilen wir uns nämlich noch ganz kurz hoch und dann schauen wir uns die Typen da unten irgendwo an. Dann schauen wir, was die so machen. Komm schon. Und 100. Perfekt. So, vielleicht doch hier nochmal kurz hoch. So ein letztes Mal von hier oben gucken, was Sache ist. Macht das Sinn? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hasse es immer, wenn ich in diesem Spiel nicht weiß, wo die letzten Leute sind. Oh, ich sehe den einen. Alter, die Ska ist so krass geworden. Ich liebe die Ska. Okay, da gehen wir auf jeden Fall hin. Das muss sein. Oh, er ist hier in den Wald. Noch besser. Mit ein bisschen Glück, denkt er. Oh, die kämpfen hier irgendwo. Okay, das klang so, als wäre das hier ganz nah. Okay, den will ich auch haben. Bitte komm in meine Streak. Let's go. 11 Kills, 1. Platz. Die letzten beiden waren nicht so wirklich gut und haben sich irgendwie nicht getroffen. Was bedeutet hat, dass ich die beiden Kills machen konnte. Was mich sehr freut. Leute, ich glaube, das war wirklich eine schöne Runde. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Runde für euch aufzunehmen. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß beim Gameplay. Falls das der Fall gewesen ist, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Für weitere Fortnite-Videos lasst gerne ein Abo da. Und ja, checkt die ganzen Automaten einfach mal ab. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was im Moment so eure Meinung ist zu den ganzen Automaten. Ich finde sie ganz nett. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie OP sind, zu stark sind. Weil 500 Holz oder 500 Rohstoffe von irgendwas ist ganz schön viel bei dem Game. Und wenn man dafür dann eine goldene Scar bekommt, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist fair. So geht es mir auf jeden Fall. Das war's von mir, macht's gut und bis zum nächsten Mal.